So Leute, mein Name ist Apus Sweddy, ich bin E-Commerce-Unternehmen und heute habe ich einen tollen Interviewpartner hier bei uns. Wir haben das Ganze ohne Kamera gefilmt und möchten euch trotzdem die Inhalte zur Verfügung stellen, weil ihr einfach sehr, sehr viel daraus lernen könnt. Ein Unternehmer, der seit 3 Jahren mit dabei ist, ein Unternehmer, der in diesen 3 Jahren mehrere Millionen Umsatz fahren konnte und viele, viele Millionen werden noch folgen. Und ihr könnt als Anfänger, als ja auch Fortgeschrittener viel von unserem Gespräch heute lernen. Darum wünsche ich euch viel Spaß. Genießt das Video oder die Audio. Erjan, mein Lieber, freut mich, dass du heute mit uns mit dabei bist. Ich freue mich auch. Erstmal herzlich willkommen. Wie geht's dir? Hast du gut hergefunden oder kommst du von weiter weg? Ich komme von deutlich weiter weg. Also ja. Ich habe schon fast 600-700 Kilometer bis hierhin gebraucht. Mhm. Schön lange gedauert, aber alles super gelaufen. Okay. Mir geht's auch gesundheitlich, Gott sei Dank, sehr super. Gut. Super, sehr schön. Und ja, freue mich. Ja, toll. Du hast den weiten Weg auf dich genommen. Ja. Hast mal hier nochmal, oder hast mal hier vorbei geschaut, was uns natürlich sehr, sehr freut, solch einen erfolgreichen E-Commercer hier wieder willkommen heißen zu dürfen. Ja. Ja, super, dann sag doch mal, wie läuft's bei dir in letzter Zeit? Seit wann bist du jetzt im E-Commerce dabei? Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor. Ja, alles gut. Ja, mein Name ist Erjan. Ich bin seit, jetzt muss ich überlegen, 2020, mhm. Also schon, aber eher im Oktober, ja. Das heißt seit 2,5 Jahren ungefähr, 2 Jahre, 4, 5 Monate, aha. Genau, bin ich im E-Commerce und auch seitdem im Coaching, ja. Wir haben damals mit dem Berg, mit dem noch gesprochen, ja. Der hat mich an den Start geholt, okay. Und dann ja Stück für Stück ging es halt weiter und genau, so sieht's aus. Okay, sind jetzt 2,5? 2,5 Jahre. So in 2,5 Jahren bist du jetzt im E-Commerce. Ja, genau. Und seit Mai 2021 komplett selbstständig. Das heißt, ich habe die ersten Monate erstmal nebenbei gemacht, so wie die meisten das wahrscheinlich genau, machen. Genau, genau. Dann wurde das von der Zeit zu Zeit wurde es halt immer besser und ja, seitdem kann man davon leben. Ja, Wahnsinn, das ist ja wunderbar. Und ja. Was war damals der Grund, warum du dich für E-Commerce entschieden hast? Also ich denke, das ist bei den meisten sowieso so, dass sie Erfahrungen in Shopify so, ich möchte gerne einen Online-Shop haben, schauen, wie kann man online Geld verdienen. Dann gibt es doch voll oft dieses, man kann Umfragen machen, um da ein paar Euros zu verdienen und. Ja. Das heißt, man guckt einfach auf YouTube, was gibt es für Möglichkeiten und dann hat man auch mal im Dropshipping auch mal gestartet, auch das mal probiert und hat dann auch das erste Mal die Probleme, Komplikationen mit Dropshipping bekommen gehabt. Ja. Da bist du ja aktuell ein Fan von. Ja, ich liebe Dropshipping. Ja, genau. Dropshipping-Feind Nummer 1. Ja. So wie auf TikTok bekannt. Ja. Und die hatte ich dann auch. Ne? Okay. Lange Versandzeit. Damals war es sogar noch länger. Ja. Also ich glaube, das war sogar die Zeit, wo es sogar fast 4 bis 6 Wochen gedauert hat. Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Ich glaube, das war sogar doch schon nach der Corona-Pandemie, als das erste Mal so war. Und da waren Versandzeiten richtig, richtig. Dein erster Shop, oder? Das war mein erster Shop, genau. Verkäuferziel da oben? Ja, es war okay. So ein paar Tage dachte ich, sieht ganz gut aus. Ja. Aber es ist nie so wirklich explodiert, wo ich dachte, das sieht super aus. Und dann habe ich erstmal eine Zeit lang gar nichts gemacht, bis ich dann im August oder so mal Videos so auf YouTube von dir gesehen habe. Mhm. Und das erste Video, ich glaube, das war das in 24 Stunden einen Shop machen und dann mit POD Verkauf bringen. Das war, ja, die 24-Stunden-Challenge. Doch, genau, ja, so hieß es. Ja. Ja. Genau. Ich glaube, das Video war an dem Punkt schon was älter. Also, ich glaube, war schon ein halbes Jahr oder ein Jahr draußen. Ja. Und habe das Video gesehen und dachte so, schon cool. Aha. T-Shirts, hört sich geil an. Und dachte, ja, komm, warum nicht? Gucken wir mal, ob das irgendwie Sinn macht. Und ich glaube, ich habe dir dann auf Instagram gefolgt. Und ein paar Tage später, da kam dann direkt eine DM. Es hat nicht lange gedauert, ja, klar. Ne, da hat man die ersten Beiträge geliked und da kam schon direkt eine Nachricht von dir und da hieß es, ja komm, lass uns doch mal einen Call vereinbaren, wann hast du Zeit? Und ich dachte so, ja komm, ich habe nichts zu verlieren, ich habe währenddessen meinen anderen Hauptjob noch natürlich gemacht und habe den ersten Anruf bekommen, habe damals mit dem Berg telefoniert und dachte, komm, ich versuch's mal. Ja, cool. Ey. Ja, und so hat's angefangen. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja.
Ja, richtig, richtig cool. Was war dein erster Eindruck, als du diese 24-Stunden-Challenge gesehen hast? Kurze Hintergrundstory. Das habe ich innerhalb von einer Nacht gedreht, das Ganze. Ja. Das heißt, ich habe so um 18 Uhr oder so angefangen. Und da habe ich 4, 5 Stunden im Shop gemacht. Alles lief ein bisschen langsamer als erwartet. Aber ich wollte schon längst zu Hause sein. Dann war es 0, 1 Uhr. Und damals hat mich irgendwas geändert. Ich glaube, meine Facebook-Werbeanzeigen. Da gab es irgendwie Komplikationen, wenn man wieder neue Accounts kreiert. Und dann war ich bis 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens da am Start, habe irgendwann die Werbeanzeigen live bekommen und dann bin ich abgedüst nach Hause. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Längste in dem Prozess die Freigabe der Werbung ist. Also klar, ne, wenn man den Shop aufbaut und so weiter, und ich meine, wenn ich jetzt einen neuen Shop mache, was ich ja auch Anfang des Jahres gemacht habe, das geht super schnell. So, also ein Shop ist jetzt kein Kunstwerk. Ne? Also wichtig ist ja, was die Designs sind und so. Und ja, ich fand das Video super, dachte ich so, oh, schon cool. Und ja, da dachte ich so, boah, muss ich auf jeden Fall probieren. Ja, Wahnsinn. Dann hat die Reise angefangen, du bist ja auch, man muss sagen, ziemlich erfolgreich in dem Ganzen. Auch geschuldet natürlich der ganzen Arbeit, die du rein investierst. Ja, Vorerfahrungen, die du auf jeden Fall auch mitnimmst, gewisse Sachen, die du leicht kombinieren kannst. Wie erfolgreich war das Ganze im Verlauf der nächsten Jahre dann für dich? Ich meine, 2,5 Jahre sind jetzt nicht lang. Aber im oder uns als E-Commercer kommt es immer extrem lange vor, oder manchen E-Commercer kommt es extrem lang vor. Wie wirst du deine Reise bis heute beschreiben? Bist du glücklich? Könnte es besser laufen? Also ich denke, und das geht vielen so, es kann immer besser laufen. Ja. Also man macht nie Umsatz, dass man sagt, oh, das ist jetzt, ich bin zufrieden, sondern ich bin so zumindest, es kann immer mehr sein, ne? Und so bin ich auch so gepolt, dass ich immer sage, ey, es ist cool, es läuft gut, es geht immer besser, und versuche halt immer das Maximum rauszuholen. Es gab Höhen und Tiefen, natürlich gab's durch den Krieg letztes Jahr zum Beispiel, gab es bei mir einen krassen enormen Einbruch an Umsätzen, so das nimmt halt einen mit, und man muss auch ehrlich sagen, es kann nicht immer gut, doch, also wenn man sich viel Mühe gibt und sich das so aufbaut, dass da viel Zeit reingesteckt wird, dann kann es gut laufen, durchgehen, aber es gab halt immer Höhen und Tiefen, und das war halt letztes Jahr leider kein so guter Zeitpunkt. Ja, 100%. Ja, genau, aber dafür in Q4, dann, wo es wieder abging, ja, dann hat man das wieder rausgeholt. Und ja, also ich glaube, so das Beste im Dezember an Umsatz war mit einem Shop, und es war ja schon über 300.000. Genau, klar. Ja, es sind natürlich tolle Zahlen. Was denkst du, was du bis heute an Umsatz instant online erzielt hast? Da gibt es ja eine Kennzahl, wenn wir sagen Online-Unternehmer. 8 figures sold und so weiter. Ich schreibe das hier mal in die Instabüro. Was denkst du, was du bis heute an Umsatz erzielt hast? Moment, lass mich mal überlegen. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht 5? Nee, ich glaube 5 Millionen. Doch, vielleicht ist es an die 5 Millionen. Ja, doch, könnte ich mir auch vorstellen. Es könnte schon sein, dass es 5 Millionen sind. 5 Millionen in Sales. Ja. Ja, saubere Zeit. Kurz zu deinem Einbruch. Februar letztes Jahr, richtig? Ja, so um den Dreh. Also ab Januar hat man ja gemerkt, Facebook-Ads schwanken sehr. Ist nicht der Beste mehr. Genau, ja. Das war, glaube ich, auch so, als Facebook die neuen Zahlen veröffentlicht hat, 15. Januar. Ja. Danach ging es, das war grauenhaft. Ja, leider. Und dann kam noch der Krieg, und du meinst, es kann nicht immer gut laufen, muss bestätigen. Weißt du, auch hier bei uns in der Druckerei beispielsweise. Wir haben zu der Zeit gemerkt, alle Shops, also Park sind noch hochgeschossen, ich weiß nicht wie zu der Zeit, man hat gemerkt, alle Shops haben einfach unter dieser Zeit gelitten. Auf jeden Fall. Das waren so die ersten, und das war wirklich die erste Krise, die ich im E-Commerce so richtig mitbekommen habe. Ich bin seit vielen Jahren, aber es war so das erste Mal, dass wirklich etwas einen direkten Einfluss auf den Handel gehabt hat. Ja. Und ich dachte mir, wie lange wird das Ganze gehen? Weil es ist ein bisschen eine Krise, allgemeine Wirtschaftskrise, Öl, Gas, Benzinpreise, alles steigt in die Höhe. Was mich gewundert hat, vielleicht war es bei dir auch so, so die ersten 2 Quartale vom letzten Jahr grauenhaft. Schlecht einfach, wirklich. Genau. Und Q3, Q4 hat man gesehen. Ging wieder hoch. Besser als sonst. Ja. Ja, ging wieder hoch. War das bei dir auch so, oder wie hast du diese Zahl wahrgenommen? Q3 im Vergleich zum Jahr davor war etwas schlechter, aber Q4 war, ich würde sagen, knapp 10%. Also da, man muss ehrlich sagen, 2021 Q4 habe ich auch rasiert. Also da war ich auch gut. Da warst du gut dabei. Deshalb, da habe ich, ich habe in Q4 2021 einen weiteren Shop dazu gemacht, und der hat halt
Q4 2021 rasiert. Und dieser Shop hat halt Q4 2022 ebenfalls rasiert. Deshalb war schon eine Steigerung dort vorhanden. Aber ja, also der Einbruch Q1 und Q2 war bei mir auch der Fall und bin halt froh, dass es dann gegen Ende des Jahres wieder richtig abging. Ja, es war schon so die erste Krise, die ich so mitbekomme, Ja. was so wirklich einen direkten Einfluss Ja. auf das Ganze hat. Ich meine, Ja. Benzin war ein großes Thema für alle. Ja, Gas, Ja, alles. Gas, besonders Endkunden, die ein gewisses Budget X verdient haben im Monat. Zuerst mit den teuren Benzinkosten haben wir schon zweimal wieder überlegt, ob die T-Shirts kaufen, ob sie solche Ja. Produkte noch mit dazu kaufen. Ja. Aber ja, zum Glück hat sich das Ganze wieder Auf reguliert. jeden Fall. Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte sogar gedacht, als Corona, die Pandemie passiert ist, dass das einen krasseren Einfluss hat, weil das war ja weltweit. Klar, der Krieg ist auch, auch weltweit ein Einfluss, aber ich hätte gedacht, dass das ein krasserer, aber die Pandemie, die zu Hause bleiben, das war ja Gold. Das war ja der Traum. Alle sind zu Hause, die können nirgendwo anders ihr Geld ausgeben als online. Ich Das habe war. Studien gelesen, Corona hat den deutschen Onlinehandel um 7 Jahre weitergebracht. Kann ich mir vorstellen. Ja, Ja. 100%. Ich kann mir vorstellen, ich habe leider ein halbes Jahr, ein paar Monate, also knapp 7, 8 Monate nach dem ersten Lockdown den Shop gestartet. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich davor gestartet hätte und den Lockdown und Desinfektion und so alles noch mit reingebracht, boah, das wäre nochmal ein richtig krasser Boost gewesen. Ja. Weißt du, als 2019 hat, nee, wann? Corona 2020. 20 März, glaube ich. Gehen wir. Und wann hast du gestartet nochmal? Im Oktober. Okay, im Oktober war dein erster Start. Genau, Also es war, genau. so ein Soft-Start. Ja. Klar, alles lernen und so weiter. In dem, weißt du was, in dem ersten Jahr, das war mein erster Jahr Druckerei. Und Black Friday war immer schon schön, gut, hat gepasst. Aber in dem Jahr, gell, Ja. ich weiß nicht, was passiert ist mit dem Online-Handel. In dem Jahr ist einfach komplett explodiert. Und ich war nicht darauf vorbereitet. Glaube ich. Und im Vergleich zu den Vorjahren hatte ich eine eigene Produktion in dem Na, das, oh Jahr. nein. Aber zum Glück hat man dann auch den Neshi da. Ja. Ja, der hat dann alles nochmal gehandelt, geregelt. Okay. Aber das war schon Also ich ein weiß wildes noch Jahr. zum Beispiel, ich habe klar, bei Black Friday 2020 war noch nicht so viel Umsatz bei mir. Ich habe zwar im Oktober angefangen und Black Friday, ich glaube 1000, 1500 ist immer noch nicht so viel, aber danach das Jahr Black Friday war ja für mich ein sehr, sehr guter Tag. Ich weiß gar nicht mehr, ob es 30.000 waren oder auf jeden Fall ein ganz guter Umsatz. Ja, das war schon überraschend, dass man an einem Tag dann so viel Umsatz macht. Ja, klar. Und das alles hinterher mit den Bestellungen war schon eine Herausforderung. Das glaube ich, die 100%. Ja. Jetzt sag mal im Vergleich zum Vorjahr, weil du hast gerade gesagt 30.000 im zweiten Jahr am Black Friday, nur am Black Friday. Genau. Was war es im letzten Jahr? War es wenig oder mehr? Genauso viel. Genauso viel. Ja. Hattest du, was ich oftmals so miterlebe, ist, wir haben vorhin darüber gesprochen, als wir noch gesprochen haben, Ja. Umsatz Max und Profit Max. Bist du in dem letzten Jahr, also in dem Jahr 2022, auf maximalen Umsatz oder maximalen Ja. Profit mehr gegangen? Hat sich deine Sichtweise eventuell ein bisschen verändert auf das Ganze? Oder wie hat sich das entwickelt? Ja, also ich habe im letzten Jahr mehr Fokus auf Profit Max auf jeden Fall gelegt. Aber man muss auch ehrlich sagen, 2021 hatte ich zwei Shops, die in der Zeit einfach super geile Designs hatten und zusammen auch einen super Profit gegeben haben an den Tag. So, und dieses Jahr, also 2020, genau, war das halt so, dass es ein Shop war, der so viel Umsatz gemacht hat. Deshalb, also ich glaube von, ich bin jetzt effizienter, würde ich sagen, und versuche mehr Fokus auf die Dinge zu legen, die mehr Umsatz bringen, aber auch mehr Gewinn. Und versuche auf jeden Fall mehr auf Profit zu fokussieren. Aber ich glaube, es war ungefähr gleich. Aber seien wir ehrlich, wenn du an dem Tag super viel Umsatz und viel Gewinn machst, ja, ist ja doch egal, ob es 1000 Euro Umsatz mehr oder weniger ist. Hauptsache, du hast den Tag so gut es geht ausgenutzt. Ja, das Genau. stimmt. Was ist denn deine Taktik immer gewesen am Black Friday beispielsweise? Hast du Ja. so, wie viel Prozent mehr lässt du die Leute nutzen? Wie viel Prozent mehr Adspend lässt du an dem Tag laufen? Ja. Boah, das war ziemlich spontan, weil es fängt ja schon bei der Black Week an. Ne? Das heißt, die ersten Tage siehst du ja schon, wow, okay. Und dann geht man Stück für Stück hoch. Und an diesen Tagen habe ich glaube, es war mit Bitcaps, ne? Mit sowas habe ich mal gehört, hey. Und dann erstellst du ein Bitcaps, gibst so ein hohes Budget und guckst halt im Laufe des Tages, wie sieht die Performance aus. Und wenn du siehst, ey, sieht super aus, dann versuchst halt immer mehr. Und
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie viel Adspend ich an dem Tag hatte. Ich glaube, es waren schon 4.000, 5.000. Und dann halt die 30.000 an, oder 25 Umsatz, genau. Und war das das erste Mal, dass du BitCap zu dieser Zeit gemacht hast? Ja, das war tatsächlich einer der ersten Zeiten. Ja, das heißt, du hast wirklich an wichtigsten Tagen für E-Commerce noch nicht entschieden, was Neues zu machen und gesagt, weißt du was, ich starte jetzt mit BitCap durch. Die anderen Sachen habe ich trotzdem weiterlaufen lassen, aber ich habe gedacht, ich habe extra geschaut und BitCap ist jetzt nicht so, wo man am Anfang sagt, oh, man kommt von 0 auf 1.000 Euro. Nee, also BitCap ist wirklich nur, wenn man in dem über 2.000-3.000 Euro Adspend schon Bereich ist. So, und dann dachte ich, komm, ich probiere es mal dieses Jahr und es hat wirklich gut funktioniert. Und das Coole ist sogar, es war nicht so, dass es nur an dem Black Friday war, sondern ich habe diesen BitCap ganze Zeit für den Rest des noch laufen lassen. Und die war tatsächlich die beste Performance. Ah, wirklich? Wirklich. Okay, und die hat auch viel ausgegeben. Die hat viel ausgegeben. Ich glaube, 1.000 oder 1.500 Euro am Tag. Ich glaube, der beste war 18., 19. Dezember oder ich glaube 13., ich weiß es nicht mehr. Und da hat sie auch 2.500 oder 2.000 ausgegeben. Das war unglaublich. Also 13. Dezember ist ja eines der besten Wochen dann noch. Ja. Genau. Das heißt, diese Woche von, keine Ahnung, ob es jetzt 8. bis 15. ist, wahnsinnige Woche. Und da macht es dann nochmal richtig Spaß, an den Tagen das Ad-Budget hochzuskalieren. Ja. Bei mir war sogar tatsächlich, muss man auch ehrlich sagen, weil ich mich sehr viel mit Google dann zu der Zeit beschäftigt habe, ab Mitte Dezember, wo man eigentlich sagt, es fällt langsam runter, ging es bei mir nochmal richtig hoch wegen Google. Also Google hat gut Retargeting gemacht und nochmal Kunden, die bereits auf der Website waren, halt abgeholt. Und ich habe 1.500 auf Facebook, also Facebook Adspend ist was runtergegangen, aber Google ging halt doppelt dreifach. Also ich habe, glaube ich, bei Google 3.000, 4.000 ausgegeben am Tag. Ja, ja. Auch noch gegen Ende. Noch gegen Ende Dezember, Mitte Dezember. Ja, Wahnsinn. Ja, unglaublich. Ja, sehr toll. Ja, schöne 2,5 Jahre gehabt, sage ich mal. Was sind denn so deine Pläne jetzt für die nächsten Jahre? Weil kommt natürlich eine Zeit, man macht viel Umsatz, ganz normal Spaß, Profit ist mit dabei. Und so wie ich dich einschätze und wie du vorhin auch gesagt hast, es geht immer mehr, es geht immer besser, hast du wahrscheinlich noch hohe Ziele. Ja. Was ist denn geplant? Ja, also Plan ist, dass ich mit den Shops, die ich aktuell habe, dieses Jahr außerhalb von Q4 einen sehr, sehr guten Umsatz hinlege. Ich versuche nicht auf maximal Umsatz zu gehen, sondern versuche mehr Profit. Also ich versuche genau den Sweet Spot zu finden. So, wo ich sage, hey, mehr Umsatz bringt nicht mehr Profit, sondern mehr Umsatz ist, du erreichst zwar mehr Kunden, aber die bringen nicht mehr Geld. So, und also logisch schon, aber halt nicht mehr Profit. Genau, und ich versuche halt dieses Jahr maximal auf Profit zu gehen und mein Herzensprojekt zu finden. Ich habe noch kein Herzensprojekt gefunden, aber ich versuche ein Herzensprojekt zu finden. Also, ich weiß nicht, kombinieren mit POD und dann vielleicht ein eigenes Lager aufbauen, was ja auch Gott sei Dank bei Market Print möglich ist. Das stimmt. Genau, und ja, also dass ich dann irgendwie Produkte auf Menge kaufe und dann von Marketprint aus verschicke und genau, das wäre so das langfristige Ziel. Du sagst, du hast noch nicht dein Herzensprojekt gefunden, aber hast schon 5 Millionen Euro in Sales gemacht. Ja. Andererseits sage ich immer, man braucht eine Leidenschaft, um Verkäufe zu machen. Wie stehst du denn zu dieser Aussage? Also sagen wir es so, ich habe einige Shops schon im Laufe der Zeit gehabt und ich merke, sobald du einen Shop hast, der in der Nische mehr deins ist, als Beispiel zum Beispiel, ich bin gar kein Fan von, was nehmen wir jetzt, Karate. Ich bin kein Fan von Karate und ich verkaufe Karate-T-Shirts, Karate-Nische, Karate-Produkte. Sobald du deine Nische wechselst auf Boxen zum Beispiel, nehmen wir jetzt an Boxen und ich liebe Boxen, dann hast du 10%, 20%, 30% mehr Lust und diese Lust ist so ein entscheidender Faktor. Also natürlich kann man mit Karate ebenfalls Erfolg haben, aber wenn du irgendwas hast, wo du mehr Begeisterung für findest, hast du mehr Spaß daran, du gibst mehr Gas und am Ende ist das auch mehr Erfolg. Und wenn man irgendwas hat, T-Shirts zum Beispiel, ich habe Spaß an T-Shirts, aber wenn ich irgendwas finde, wo ich mehr Begeisterung noch finde, ist das ein enormer Boost. Also da bringt kein, also Q4 ist immer ein super Hilfsmittel, aber wenn du durchgehend Spaß hast und mehr Engagement und Zeit da rein investierst, ist das einfach so viel besser. Also ich richtig verstanden, war das, was du gemacht hast, nicht deine Nische oder nicht deine Leidenschaft und nicht dein Herzensprojekt, trotzdem sehr viele Sales damit gemacht und was du dir jetzt einfach erhoffst, dass wenn du nochmal
eine Sache findest, die richtig Spaß macht, nochmal 10, 20, 30% einfach mehr rauszuholen, oder? Ja, 100%. Genau. War deine erste Nische eine Nische, in der du dich für dich interessiert hast? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee, ich habe einfach. Okay. Überhaupt nicht. Ich habe einfach im Internet einfach nach irgendwas Amüsantes gesucht und dachte, oh, das könnte ich. Ich habe zum Beispiel Amazon abgeguckt, was gibt es auf Amazon für verschiedene Produkte und habe dann eine Nische und dachte, oh, das kommt bestimmt gut an. Ja. Was ein Ansatz ist, den man machen kann, was ich nicht empfehle. Aber ich habe gedacht, komm, das kommt bestimmt gut an. Mhm. Kam gut an. Ich habe Umsatz-Sales gemacht. Aber ich habe gemerkt, sobald ich irgendwas habe, wo ich mehr Begeisterung für habe, dass das viel cooler ist. Ja. Ja. Okay, so hast du wirklich eine Nische gehabt. Ja. Ohne Leidenschaft. Genau. Aber hast trotzdem, bist trotzdem rein. Ja. Und durch die Skills, durch die Fähigkeiten, die du erlernt hast, ja, trotzdem den Umsatz gemacht. Genau. Ja, sowas bei mir auch mal ähnlich. Das heißt, am Anfang habe ich mich für Nischen. Und ich habe meine erste Nische war eine Nische. Da kann ich mich top aus. Top. Von A bis Z alles. So super. Hat Spaß gemacht. Irgendwann bin ich dann geswitcht. Ich bin mal Richtung Pferde und alles geswitcht. Mhm. Ja. Passt ja zu dir. Ja, in der Tat. Ja. Und auch in den Nischen durch das Skillset, wenn man eine Marktanalyse und eine Marktrecherche macht, kann man auch in solchen Nischen auch Umsatz erzielen. Auf jeden Fall. 100%. Ja. Ich denke, die Skills am Anfang sind dann enorm wichtig. Ja, vielleicht haben noch ein paar Fragen aus der Community mitgebracht. Okay. Ja. Allgemein sehr interessante Fragen für Leute, die damit schon anfangen. Was war denn dein Ziel am Anfang, als du die ganze E-Commerce-Reise auf dich genommen hast? Und war es dann wirklich so leicht, wie du dachtest, oder war es viel schwieriger, als du dachtest? Okay. Also mein Ziel am Anfang war es, tatsächlich direkt, ja, was heißt direkt, aber so schnell wie es geht eigentlich das hauptberuflich zu machen. Also ich wollte in dem Angestelltenverhältnis, wo ich war, halt so schnell wie es geht raus. Es ist nicht so, dass ich nicht Spaß an dem Projekt hatte, wo ich angestellt war oder an der Arbeit, aber ich wollte halt von Anfang an mein eigenes aufbauen. Und deshalb war das meine Motivation. Das hat mich enorm gepusht, nach Feierabend sich dann noch hinzusetzen und am Wochenende sich dann hinzusetzen. Und ich habe ja auch einige Monate gebraucht, bis ich das komplett selbstständig gemacht habe. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe im Mai komplett angefangen, also komplett selbstständig gewesen. Aber davor ein, zwei Monate schon guten Umsatz gefahren. Auch schon fast, doch, ich glaube, sechsstellig. Habe also noch ein bisschen gewartet. Ich hätte auch vorher mich kündigen, also meinen Job kündigen können. Aber es war ein holpriger Weg. Also am Anfang, man muss viel machen, man muss das erstmal lernen. Man, ja, so blöd sich das anhört, investiert Geld, was leider nicht zurückkommt. Traurig, aber leider ist das halt oftmals keine Option. Ich kenne viele, ich kenne einige, bei denen läuft es von Anfang an super und ich gönne denen das auch von Herzen. Irgendwie auch nicht, aber irgendwie schon. Okay. Ich gönne denen das auch und ich hoffe auch, dass es bei allen eigentlich vom Start an super läuft. Bei mir war es halt nicht so. Und ja, man lernt aber. Also ich bin ganz ehrlich, jeder Fehler, ich wünschte, der wäre jetzt im Nachhinein zwar nicht passiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, jeder Fehler hat so seinen Effekt auf mich und hat einfach Besseres gemacht. Genau. Ich denke, wenn man alle, viele E-Commercer anschaut, viele hatten so, also fast alle, die ich kenne, haben eine gewisse Zeit, sind sie durch ja, schwere Zeiten gegangen. Ich habe mir gestern von Daniel mal seine Lebensgeschichte angehört. Ja. Krass auf jeden Fall auch, mal eine andere Sichtweise zu hören. Es waren auch 2 Jahre auf krass. Und ab, immer wieder. Hab da gestern nachts bis 1 Uhr hier im Büro haben darüber gesprochen. Krasser Weg auf jeden Fall. Und ja, bei dir auch. Aber du bist ja innerhalb von den ersten 6 Monaten, hast ja dein Ziel dann eigentlich schon erreicht. Was ja schon ziemlich schnell ist für viele daraus. Für viele ist es unrealistisch sogar, solche Umsätze zu fahren wie du. Also findest du, du hast es schnell genug erreicht? Oder so jetzt im Nachgang? Also ich finde es schon sehr schnell. Ich finde es tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht. Natürlich geht immer schneller und wäre auch cooler gewesen, schneller. Ja. Man muss sich schon gedulden. Weil an sich, wenn man so jetzt drauf schaut, 6 Monate ist nicht viel. Aber wenn du in diesen 6 Monaten bist und du bist dabei, dann kommt dir das super viel vor. Da kommt dir jeder Tag so vor wie, Mann, heute schon wieder nicht. Oh nee, schon wieder nicht. Und man muss natürlich so das bigger picture sehen. So. Also es passiert nicht von heute auf morgen. So. Und das wäre toll, wenn, aber passiert halt meistens 100% nicht. 100% bin ich voll. Genau.
Und am Ende bin ich doch froh, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Genau. Als ich angefangen habe, ich wollte es so schnell wie möglich haben, ja. Klar. Alles dafür gegeben, Tag ein, Tag aus. Ja. Und ich weiß nicht, ich war vielleicht 4 Wochen im Game oder sowas. Dachte ich, Mist, das hat immer noch nicht geklappt. Dann war ich 8 Wochen im Game, dachte mir, ach, immer noch nicht geklappt, werde ich es überhaupt schaffen? Vielleicht in dem Monat wollte ich, glaube ich, sogar mal aufhören, das war ich noch einmal. Und es hat ziemlich schnell geklappt. Wenn man rückblickend überlegt, so im ersten Jahr, Bombe, lief bei mir auch Bombe. Ja. So, aber rückblickend kommt es jemandem so vor, als okay, es war schon ziemlich schnell. Aber wenn man in der Situation ist, vielleicht gerade im zweiten, dritten Monat ist, vielleicht keinen Umsatz fährt, vielleicht wieder seine Nische wechselt. Ich meine, ich habe auch mal irgendwann Poster und Klodekoration verkauft auf meiner Reise in den ersten Monaten. Ja. Dann kommt das jemandem schon ewig lang vor, Auf gell? jeden Fall. Wenn man es rückblickend betrachtet, finde ich persönlich so, ach, who cares, 6 Monate, Auf jeden Fall. 12 Monate, das ist doch eine Zeit, die geht einfach ziemlich schnell vorbei. Vor allen Dingen, wenn man betrachtet, so beispielsweise richtige Startups, jetzt nicht im POD-Bereich, sondern andere Startups, da dauert das viel länger, bis die im Profit sind. Also die beispielsweise holt man sich jetzt einen Investor und der investiert und ein Unternehmen, das braucht so lange, bis es irgendwie anfängt, Umsatz zu bringen, Gewinn zu bringen. Umsatz vielleicht kommt was schneller, aber Gewinn, es dauert so lange. Umsatz kann man sich ja immer einkaufen. Ja. Man schraubt die Ärzte hoch. Genau. Die Einfach Frage hoch. ist, ob Ja. man profitabel ist am Ende Genau. des Tages. Und ja, viele Unternehmen, bin ich voll bei dir, Ja. die benötigen einfach eine gewisse Zeit, bis das ganze Unternehmen erfolgreich ist. Es war dasselbe bei der Druckerei. Also Ja. man investiert Hunderttausende rein. Ja. Und klar, es kommt Umsatz immer mehr, aber es geht nicht von heute auf morgen. Die IT-Infrastruktur steht Ja. nicht und alles. Darauf finde ich Print on Demand ist ein sehr einfaches Business, sage ich mal. Man kann ziemlich schnell im Frontend profitabel sein, Genau. Backend natürlich auch. Und ja, darum sage ich, ja, Ja. meines Erachtens das beste Business Finde ich im auch. 21. Jahrhundert. Yes. Ja, okay. Ja, eigentlich sehr cool. Ercan ist einer, der es von 0 auf 100 im Print on Demand-Geschäft meiner Meinung nach gemacht hat. Ziemlich schnell. Hier durchgestartet. Könntest vielleicht, wir nähern uns langsam dem Ende, ja. Könntest du vielleicht noch irgendeinen Tipp an die Community da draußen geben? Leute, die vielleicht neu anfangen wollen, wie du beispielsweise im Jahr 2020, die davor stehen, diese Entscheidung zu fallen. Was kannst du ihnen mit auf den Weg geben? Ja, also ganz klar die Entscheidung erstmal treffen. Wenn du die Entscheidung triffst, jetzt ich möchte irgendwas machen, dann mach das auch. Und mach nicht dieses, okay, ich nehme jetzt ein bisschen Zeit dafür, mach das so nebenbei. Also das kann man auf jeden Fall machen, würde ich auch jedem empfehlen, der jetzt hauptberuflich noch tätig ist. Aber nimm dir Zeit, erwarte nicht, dass das sofort morgen funktioniert und gib einfach dein Bestes. So, das würde ich auf jeden Fall jedem weitergeben. Ja. Ja, das hört sich noch sehr, sehr gut an. Bedanke mich bei dir für das nette Gespräch. Kein Waren Problem. tolle 3 Jahre mit dir. Ich hoffe auf viele weitere tolle Jahre. Ich auch. Mal schauen, wo unsere Reise noch hingeht. Und ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann besucht unseren Kanal, schaut weitere Erfolgsinterviews von uns an. Besucht gerne unsere Webseite marketconsultive.de. Macht damit und eventuell könnt ihr auch schon demnächst hier sitzen und euren Award von uns abholen. Bis dann.